Das Haus der Gesundheit in der Karl-Marx-Allee in Mitte wird nun doch nicht geschlossen. Das wurde am Mittwoch von Gesundheitssenator Mario Chaya verkündet. Dennoch wird die fachärztliche Versorgung der Anwohner, von denen jeder Dritte weit über 60 Jahre alt ist, drastisch eingeschränkt. Denn von über 20 Arztstellen werden 15 in die Poliklinik am UKB nach Marzahn-Hellersdorf verlagert. Das sorgt für Verunsicherung. Man kommt jetzt nirgendwo anders mehr unter. Also es ist schwierig, da was anderes zu finden. Und hier hat man seit 40 Jahren bin ich hier und habe hier meine Ärzte. Nun bin ich natürlich sehr empört, dass meine Ärztin hier gehen muss. Und ich weiß auch noch nicht, wo ich einen neuen Arzt finde. Ich kann das auch insbesondere für meine Frau sagen. Wir sind beide hier im Haus, haben insgesamt 4 Ärzte, die wir hier jeweils in Anspruch nehmen. Und wir müssten dann, nachdem wir, ich weiß nicht, wie weit, zu den verschiedenen Ärzten innerhalb Berlin hin und her fahren. Der jetzige Betreiber des Hauses der Gesundheit, die Sana Gesundheitszentren GmbH, gibt das Gebäude per 1. Juli auf. Am aktuellen Standort sollen 3 Allgemeinmediziner und ein Urologe erhalten bleiben, die von den Alexianer St. Hedwig Kliniken übernommen werden. Zudem ist die Weiterführung einer gynäkologischen Praxis vorgesehen. Die Verlagerung von 15 Arztstellen nach Marzahn-Hellersdorf unter Trägerschaft des Unfallkrankenhauses Berlin ist zum 1. Oktober geplant. Mario Chaya versteht die Verunsicherung der betroffenen Patienten. Dennoch, als Gesundheitssenator bleibt die Aufgabe, die gesamte Stadt im Blick zu haben. Und in der gesamten Stadt ist es so, dass es große Ungerechtigkeiten zwischen den Bezirken gibt. Und Mitte ist eher ein gut versorgter Bezirk. Und in Marzahn-Hellersdorf, wo diese Poliklinik entsteht, ist ein sehr viel schlechter versorgterer Bezirk. So soll durch die Verlagerung der Ärzte das Gefälle in der Versorgung zwischen den einzelnen Bezirken ausgeglichen werden. Die per Statistik festgestellte ärztliche Überversorgung in Mitte wird die Patienten des Hauses der Gesundheit vermutlich wenig trösten. Der Großteil von ihnen wird sich nun nach neuen Fachärzten umgucken müssen.